Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche, dass sie massiv in ihren Kinderrechten eingeschränkt wurden. Dass sie an der Bildungsteilhabe nicht partizipieren können, wie es ihnen gebühren würde, müsste. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche Begleitung von Professionellen und Neugier auf das, was sie bewirken können. Brauchen Kinder und Jugendliche Entscheidungsträgerinnen, die bereit sind, ihre Macht abzugeben? Kinder und Jugendliche sind dann beteiligt, wenn? Ach, ich ja. Ihre Ideen auf Augenhöhe teilhaben. Sind beteiligt, wenn man ihre Kompetenzen auch anerkennt. Dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass es schon mal ein guter Start ist, aber das Thema der Medienpädagogik nicht unterschätzt werden darf. Die gelernten bürokratischen Prozesse aus Verwaltungen mit viel Papierkram nicht mehr up-to-date sind. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen die Möglichkeiten eröffnen für das wichtige Thema der informellen Bildung und vor allen Dingen das Thema der Mobilität außerhalb oder zusätzlich der Schülerbeförderung. Braucht es was anderes im ländlichen Raum als in der Stadt oder brauchen wir grundsätzlich mehr Mobilität und mehr Flexibilität?